Hallo, ich bin Joe, ein künstlich erzeugter Nachrichtensprecher. Und hier sind ein paar Nachrichten. Europol hat nach eigenen Angaben einen kriminellen Drahtzieher verhaftet, der durch gekaperte Cloud-Konten fast 2 Millionen Euro erbeutet hat. Der Mann wurde am 9. Januar in der ukrainischen Stadt Mykolaiv festgenommen. Um ihn zu fassen, haben die ukrainischen Behörden und eine Reihe von Unternehmen zusammengearbeitet, deren Konten gekapert worden waren. Dem Bericht zufolge führte der Tipp eines Cloud-Anbieters zu einem Durchbruch bei der Suche und ermöglichte es, den Kriminellen ausfindig zu machen. Es wurde festgestellt, dass er in über 1500 Konten eingebrochen war. Hoffen wir, dass mit dieser Verhaftung die Cyberwelt ein bisschen sicherer wird. Schau auf unserem Kanal vorbei, wenn du mehr über Cyberkriminalität erfahren willst, und wir sehen uns in der nächsten Ausgabe.